Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Frau Dahlke das Wort. Hallo. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich zu Beginn ganz klar sagen, die Privatisierung der hessischen Staatsweingüter steht nicht zur Debatte. Wir lehnen den Antrag ab. Und auch uns war natürlich vollkommen klar, Herr Dr. Grobe, im März sind im Rheingau-Taunus-Kreis Landratswahlen, und Sie haben hier eben eine Wahlkampfrede gehalten. Ich wünsche allen Menschen im Rheingau, dass sie am Wahltag kluge Entscheidungen treffen, keinen Vertreter einer Partei wählen, die regelmäßig Ausländerhass und Frauenfeindlichkeit versprüht, die keine Skrupel hat, sich mit Rechtsextremen zu umgeben und deren bürgerlicher Anstrich nichts als eine Farce ist. Das kann man dieser schönen Region nur wünschen. Und wir alle kennen die hessischen Staatsweingüter, und nicht wenige von uns haben vielleicht auch schon die leckeren Tropfen vom Steinberg, vom Höllenberg oder auch von der Bergstraße genießen können. Als größtes deutsches Weingut Deutschlands und mit ihrer 900-jährigen Geschichte sind die Staatsweingüter ein Flaggschiff des Rheingaus und ein Aushängeschild für Hessen. Und die AfD ist leider mal wieder auf dem völlig falschen Dampfer unterwegs. Am Montag hieß es per Pressemitteilung, die privatwirtschaftlich arbeitenden Winzer würden mit ihrem Steuergeld mit den Staatsweingütern die eigene Konkurrenz bezahlen. Das ist natürlich vollkommener Irrsinn. Danke. Vor ziemlich genau 20 Jahren wurden die hessischen Staatsweingüter aus einem Landesbetrieb als GmbH in ihrer jetzigen Form gegründet. Und das Ziel damals war, das Unternehmen für die Zukunft gut aufzustellen und eben Flexibilität bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen zu ermöglichen. Und es ist doch vollkommen klar, die Staatsweingüter müssen sich wie jedes Weingut am Markt behaupten und langfristig unternehmerisch erfolgreich sein. Als GmbH sind die Staatsweingüter vom politischen Träger vergleichsweise unabhängig, und sie müssen selbstständig wirtschaftliches, zukunftsfähiges Unternehmertum unter Beweis stellen. Darum geht es als GmbH. Und dass die Staatsweingüter ohne das Land schon lange ein Fall für den Insolvenzberater wären, das ist auch aus Ihrer Pressemitteilung, ist eine Behauptung ohne jegliche Faktenbasis. Seit der Gründung 2003 haben die Staatsweingüter nämlich vernünftig gewirtschaftet. Die Pandemie hat zu Umsatzeinbußen geführt, das stimmt. Ist aber auch keine große Überraschung, wenn man viel Umsatz über den Verkauf von Sekt und Wein bei Großveranstaltungen generiert, die eben mit vielen Menschen stattfinden und eben in der Corona-Pandemie einen Einbruch erlitten haben. Nach dem Erholungsjahr 2021 belasten jetzt leider wieder massive Kostensteigerungen die Zahlen und natürlich auch die Inflation, weil viele Menschen sich halt jetzt auch zweimal überlegen, wie viel Geld sie für ein vergleichsweise Luxusprodukt wie Wein ausgeben wollen. Aber was die Rolle des Landes angeht, ja, das Land trägt 100% der Gesellschafteranteile der GmbH, und das tut es eben im Bewusstsein der 900-jährigen Tradition dieses Weinguts. Das Land kommt weiter der Verantwortung nach, die es sozusagen von den Zisterziensermönchen übernommen hat. Davon habe ich eben in Ihrer Rede nichts gehört. Aber die Behauptung, das wäre staatlich organisierte Wettbewerbsverzerrung, ist natürlich wirklich vollkommener Irrsinn. Dafür müsste das Land meiner Meinung nach den Staatsweingütern regelmäßige Zuschüsse zum operativen Betrieb überweisen. Und wenn Sie einmal in den Haushalt schauen würden, würden Sie sehen, dass das nicht stattfindet. Die Staatsweingüter zahlen sogar Pacht an das Land für die Flächen, wo die Reben stehen. Also ist eigentlich genau das Gegenteil richtig. Was das Land hingegen konkret macht bei der Weinbauförderung, ist z.B. die Kooperation mit der Uni Geisenheim. Im Rahmen der Löwe-Exzellenzforschung des Landes gibt es da z.B. das Projekt FACE. Da war ich mit einigen Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion auch neulich vor Ort, habe mir das angeschaut. Da wird untersucht, welche Auswirkungen eine zukünftige höhere CO2-Konzentration in der Luft auf Anbau, Schadensbefall und Produktqualität der Weinreben haben werden. Und von diesen Forschungsergebnissen profitieren aber halt alle Weingüter und nicht nur die Staatsweingüter. Von daher verstehe ich Ihren Punkt überhaupt nicht. Das Land macht auch Steillagenförderung, auch das haben wir eben schon gehört. Aber auch von der profitieren natürlich alle Weinbaubetriebe in Hessen. Im Doppelhaushalt haben wir ja ganz aktuell die Erhöhung der Steillagenförderung beschlossen.
Und das ist auch wichtig, denn ohne droht der schwierige Anbau da sonst zunehmend unwirtschaftlich zu werden. Und ich will noch einmal darauf hinweisen, Herr Dr. Grobe, dem Änderungsantrag der Fraktion CDU Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 20/10051, können Sie nachgucken, haben alle Fraktionen dieses Hauses zugestimmt, außer der AfD. Deswegen frage ich mich, wie kann man sich hier hinstellen und behaupten, man wolle die exzellente Weinbauregion Rheingau unterstützen und dann eine der größten Herausforderungen, die all diese Betriebe haben, einfach ignorieren. Ich verstehe es einfach nicht. So. Eine Besonderheit bei den Staatsweingütern ist natürlich der Aufsichtsrat, in dem Fragen rund um Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit diskutiert werden. Ein Thema ist da z.B. auch, wie in der Produktion die Herausforderungen der Klimakrise berücksichtigt werden können. Dazu kann ich sagen, da haben die Staatsweingüter viel vor, und das ist auch richtig. Aber auch das ist definitiv keine staatlich verzerrte Wettbewerbsverzerrung. Alle im Aufsichtsrat eint das Ziel einer guten Zukunft, sowohl für die Unternehmen als auch für die Kundinnen und Kunden und für den gesamten Rheingau. Die AfD will die Staatsweingüter daher dafür nur zerreden. Wie gesagt, es eignet sich einfach nicht als Wahlkampf, diese Debatte. Deswegen lehnen wir den Antrag ab. Und ich freue mich noch auf die weiteren Beiträge. Vielen Dank. Danke, Frau Dahlke. Von der Fraktion der Linken hat sich Herr Gernke gemeldet. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, es wurde heute von der AfD gesagt, und es stand ja auch in der Pressemitteilung, die Landesregierung bewies mit der Gründung der hessischen Staatsweingüter wieder einmal, dass ihr ordnungspolitischer Kompass verrückt spielt. Also ich will jetzt nicht über den ordnungspolitischen Kompass der Landesregierung hier weiter philosophieren. Ich mache ja auch gern der Landesregierung Vorwürfe. Aber dieser hessischen Landesregierung die Gründung der Staatsweingüter zum Vorwurf zu machen, das würde ich doch mal sagen, ist in grober Weise geschichtslos. Aber das sind wir ja gewohnt. Die Staatsweingüter. Ich will jetzt zur Geschichte, ich mache es hier ein bisschen kürzer, ich will jetzt nicht noch einmal die Geschichte der Staatsweingüter hier referieren. Das ist ja von verschiedenen Seiten schon getan. Aber dass die Staatsweingüter unter Roland Koch 2003 als Landesbetrieb zerschlagen wurden und aufgeteilt wurden, das ist so. Und dass ein Teil auf Profit getrimmt wurde und sich dann mal schön am Markt behaupten sollte, das ist auch so. Dass in dem Kontext die Hälfte der Beschäftigten abgebaut wurde, muss man eben auch festhalten, dass die Kontrolle durch die Abgeordneten massiv erschwert war, weil nun auf einmal Geschäftsgeheimnisse das Mittel der Wahl waren, war auch so. Was aber noch vielleicht nicht hier zur Sprache kam, dass in dem Zuge auch ein gewisses Speziesystem durch Herrn Koch etabliert wurde und dass Gelder aus Eberbach an Werbeagenturen flossen, die dann zufälligerweise in der gleichen Zeit in Rheinland-Pfalz Wahlkämpfe für die CDU gemacht haben, wollte ich schon noch mal daran erinnern. Aber Koch ist ja zum Glück Geschichte, und der GmbH zum Trotz erfüllen die Staatsweingüter eben auch öffentliche Aufgabe. Sie halten den wertvollen Weinbesitz in Deutschland nicht für den reinen Profit, sondern pflegen eben auch die Kulturlandschaft und ermöglichen Forschung für Weinbau und Umwelt und verwalten das Erbe aus jahrhundertelanger Weinbaugeschichte in diesem Ort. Und insoweit sage ich auch deswegen, es gäbe sicherlich noch viele andere Gründe, aber auch deswegen ist es gut, dass die AfD nicht regiert, um das jetzt für ein bisschen Kleingeld zu verscherbeln. Und es heißt ja hier auch von der AfD, im Vergleich zu den anderen Rheingau-Weinen sei die Qualität schlecht. In der Sache ist dazu ja schon gegenteilig argumentiert worden. Aber ich frage mich, was ist denn jetzt eigentlich Ihr Punkt? Auf der einen Seite sagen Sie, die Weine sind so schlecht im Vergleich zu den anderen Weinen. Und auf der anderen Seite sagen Sie, das Ganze ist eine große Gefahr für Ihre geliebte soziale Marktwirtschaft, weil Sie Konkurrenz gegenüber den anderen Weinen machen. Wenn die Bolschewiken-Plörre sich auf einmal durchsetzt gegen diese am privaten Markt produzierten Betriebe, dann wäre es doch
dann wäre es doch gar kein Problem. Aber offensichtlich fürchten Sie das eine, und gleichzeitig reden Sie ja über das Lied von der sozialen Marktwirtschaft. Da müssen Sie sich doch mal entscheiden. Entweder Sie sagen, das Produkt ist nicht konkurrenzfähig, oder es ist doch konkurrenzfähig. Aber beides auf einmal, das ist ein bisschen schwierig. Und wenn die 2 Millionen Flaschen Wein, die hier produziert werden, wenn die in der Lage sind, jetzt die soziale Marktwirtschaft ins Wanken zu bringen, dann mache ich mir ja so noch größere Sorgen ums System, als sowieso schon nötig gewesen wären. In Deutschland werden rund 1 Milliarde Flaschen Wein produziert. Rund 20 Millionen hier von diesem Gut. Das sind ca. 2 Promille. Und ich habe den Eindruck, diese 2 Promille sind auch im Spiel gewesen, als Sie diesen Antrag erarbeitet haben. Es ist grober Unfug, und wir werden ihn ablehnen. Danke. Danke, Herr Gernke. Für die FDP-Fraktion hat sich Frau Knell gemeldet. Keine Neutersen-Witze, Herr Minister. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Fastnacht im Hessischen Landtag. Dabei geht es um ein ernstes Thema, aber es ist eine unterhaltsame Diskussion bisher gewesen. Und ja, man muss kein Sherlock sein, um aufzudecken, was dahinter steckt. Der Landratswahlkampf im Rhein-Taunus-Kreis, wurde ja schon gesagt, der schickt seine Vorboten. Mit ihm erreicht uns jetzt auch die Weinbaupolitik als Thema im Hessischen Landtag. Ich würde da eigentlich ganz gerne öfter drüber reden, auch um mal den Bödiger Berg aus dem Schwalm-Eder-Kreis natürlich zu bewerben. Nein, Spaß beiseite. Wir Freie Demokraten haben im Gegensatz zu manch anderem hier im Haus erst einmal kein grundsätzliches Problem mit Privatisierung. Das, was Private können, da muss sich der Staat raushalten. Aber womit wir ein Problem haben, das ist dann schon der ewige Populismus der AfD. Einerseits können wir natürlich froh sein. Sie haben es ja wirklich geschafft, einen ganzen Antrag und eine ganze Rede das Thema Migration nicht zu nennen. Das ist eine Leistung. Das gelingt Ihnen äußerst selten. Herzlichen Glückwunsch. Andererseits sind Ihre Ausführungen zu den Staatsweingütern von der Realität natürlich ein bisschen weit entfernt. Und Herr Dr. Grobe, diese Pauschalität in Ihrem Antrag und auch in Ihrem Redebeitrag, das ist eben dann doch wieder typisch AfD. Und ich glaube, die Realität ist etwas komplexer, als Sie sich das vorstellen. Sie schreiben auch in der Pressemitteilung gleich zu Beginn, die hessischen Staatsweingüter seien auf den Spitzenplätzen nicht zu finden. Sie sind nicht konkurrenzfähig. Der Kollege hat es ja eben schon aufgedeckt. Es sei nicht gelungen, Wettbewerbsfähigkeit der Staatsweingüter herzustellen. Wenige Zeilen weiter behaupten Sie dann aber, der Staat würde als Konkurrenz zur Privatwirtschaft auftreten. Das passt doch nicht. Und entweder sind die Staatsweingüter Konkurrenz oder eben nicht. Da müssen Sie sich dann schon einmal entscheiden. Und genauso schief ist dann auch die Argumentation beim Thema Steuern. Sie erwecken den Eindruck, die privaten Weingüter würden Steuern zahlen, damit den defizitären Landesbetrieb finanzieren. Also erstens ist der eigentliche Weinbaubetrieb seit der Umstrukturierung vor 20 Jahren eben Teil der hessischen Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach, eine GmbH, so juristische Person des Privatrechts. Und als solche zahlen die Staatsweingüter natürlich die gleichen Steuern wie die privaten Kollegen. Deswegen konstruieren sie hier einen Zusammenhang, den es nicht gibt. Und den Zusammenhang gibt es auch deswegen nicht, weil die Staatsweingüter eben nicht defizitär sind. Das war vielleicht vor über 20 Jahren so. Jetzt macht Kloster Eberbach regelmäßig Gewinne. Und Sie haben eine Zahl jetzt rausgegriffen, das Corona-bedingt, und davor waren immer über 200.000 €. Und dann sagen Sie auch 22 Millionen Schulden oder schreiben das sogar, müssen aber auch schon unterscheiden zwischen Schulden und Verbindlichkeiten. Das tun Sie nämlich auch nicht. Und Herr Dr. Grobe, deswegen ist uns das alles auch ein bisschen zu pauschal, was Sie hier geäußert haben. Es ist auch unüberlegt, weil ein Schnellschuss hilft uns bei diesem Thema überhaupt nicht weiter. Die Staatsweingüter haben für den gesamten Rheingau eine herausragende Bedeutung. Das ist ja auch schon genannt worden. Nicht nur für die Forschung. Wir waren auch schon dort mit der Kollegin Deißler. Sie sind auch Image- und Werbeträger. Und Sie schreiben, doch, sind Sie sehr wohl.
Sie schreiben jetzt, ein Wertgutachten soll her, und dann soll der Verkauf sämtlicher Flächen, Betriebsgebäude, Betriebsmittel vorbereitet und durchgeführt werden. Logischerweise würde man dann an den Meistbietenden verkaufen. Alles andere wäre wahrscheinlich ja nicht zulässig. So, und Herr Dr. Grobe, dann wäre ich ja wirklich gespannt auf die Reaktion der AfD, wenn das Land Hessen die Staatsweingüter z. B. an einen chinesischen Investor verkauft. Das wäre nämlich in der Tat spannend zu beobachten. Und da wären Sie doch die Ersten, die auf den Barrikaden wären. Meine Damen und Herren, Infrastruktur, die einmal verkauft ist, die bekommt man nie wieder oder wenn, dann zu einem extrem hohen Preis. Das muss man bedenken, und so eine Entscheidung muss wohl überlegt sein. Und da gehört auch eine umfassende Analyse dazu. Und da würde mich auch interessieren, wie der Rheingauer Weinbauverband die Situation sieht. Und deswegen bringt uns auch Ihr Antrag in diesem Moment überhaupt nicht weiter. Und deswegen möchte ich für die Freien Demokraten festhalten, die Umstrukturierung, die Überführung des Weinbaubetriebs in die Rechtsform einer GmbH, das war genau der richtige Weg. Und selbstverständlich kann man darüber sprechen, ob das Land für alle Ewigkeiten Anteilseigner dieser GmbH sein muss. Wir verweigern uns als FDP dieser Debatte nicht. Aber einfach mal eben alles so zu verkaufen, wie die AfD es hier vorschlägt, das wird der Realität eben nicht gerecht. Das ist Wahlkampf aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, und das brauchen wir hier nicht im Hessischen Landtag. Herzlichen Dank. Danke, Frau Knell. Als Nächstes spricht zu uns der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein derart wirrer Antrag kommt immer dann, glaube ich, zustande, wenn jemand zu viel Funkstädter Bier getrunken hat. Das heißt, der Blick in das Bierglas, das war wohl zu groß. Sonst hätte man eigentlich einen anständigen, ja, eine anständige Kritik dafür hören können, was eigentlich das Staatsweingut am Eberbach eigentlich für hervorragende Weine produziert, und zwar Weine, die weltweit berühmt sind und die von allen Weintrinkern ungemein geschätzt werden. Und ich bin auch froh und dankbar, das muss ich auch dazu sagen, wenn es hier im Hessischen Landtag selbstverständlich diesen wunderbaren Riesling gibt, der wirklich so seinesgleichen sucht. Und ich bin immer dankbar, wenn ich davon einen Tropfen bekommen kann. Und ich verrate Ihnen auch etwas. Nächste Woche habe ich Geburtstag, und was glauben Sie, welcher Wein dort geöffnet wird? Selbstverständlich ein Wein vom Kloster Eberbach, und zwar ein Riesling, den ich außerordentlich schätze und den außerdem nicht nur ich schätze, sondern nicht nur viele Freunde von mir, sondern außerordentlich viele Weintrinker. Einfach deswegen, das sind Weine, die haben erstens mal einen außerordentlich großen Körper. Sie haben wirklich viel Charakter, sind mit feiner Finesse ausgestattet. Ja gut, also der Antrag von der AfD ist geschmacklos dahingehend, ja, wenn man den Wein vergleicht. Völlig klar. Aber nein, ich will nur sagen, das sind wunderbare Weine. Also sie sind wirklich exzellent, sie sind vollmundig und sie sind auch wirklich weich im Abgang. Also es gibt nichts Besseres als Weine aus dem Rheingau. Und selbstverständlich eine der besten Weine, das macht selbstverständlich hier das Staatsweingut. So, und weil da vorhin genannt worden ist, ob Falstaff und andere Regelungen, natürlich kann man sich daran orientieren. Aber die größte und die beste Orientierung ist eigentlich immer diejenige, wenn die Weintrinker selbst etwas abgeben. Das ist immer zweifelhaft. Nein, kommen Sie zum Schluss. Schon, ja. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr über Wein erzählen. Na gut, also jedenfalls, ich sage es einmal so, das ist im Grunde genommen ein Antrag gewesen, das wäre mein Schlusswort, das vergrault im Grunde genommen alle diejenigen, die Wein, und zwar guten Wein, aus dem Rheingau zu schätzen wissen. Vielen Dank. Danke, Herr Kahnt. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Boddenberg das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf noch einige Sätze sagen zu der Debatte. Ich will überhaupt nicht eingehen und sage ganz offen, habe auch keine Lust dazu, mich zu den Weltanschauungen ganz links und ganz rechts zu äußern. Wir haben die Motive gehört, die hinter diesem Antrag heute stecken, bzw. diesem Setzpunkt. Deswegen richte ich mich an die demokratischen Fraktionen in diesem Hause und an die entsprechenden Beiträge, die hier eben in dieser Debatte geleistet worden sind. Erstens, ich glaube,
Es geht und darf in einer Landespolitik nicht immer nur um Ökonomie gehen. Hier ist die über 800, fast 900-jährige Geschichte des Weinbaus im Rheingau durch die Zisterzienser seinerzeit und die vielen Jahrhunderte seitdem zu Recht gewürdigt worden. Und weil der Antragsteller, Herr Dr. Grobe, der Redner, auch noch reingerührt hat, Kassel-Calden und Höchster Porzellan, will ich sagen, ja, ich sage ausdrücklich, beispielsweise bei der Auffanglösung für die Höchster Porzellanwerkstätten, dass es da auch nicht um ökonomische Interessen allein geht, sondern um ein Kulturgut geht. Das ist nicht ganz so alt wie das Weingut. Aber mit einer Gründung 1746 habe ich jedenfalls gesagt, möchte ich nicht derjenige sein, der am Ende dafür sorgt, dass es das irgendwann nicht mehr gibt. Ich glaube, wir haben dort eine kluge Lösung gefunden. Also ein weiteres Beispiel dafür, dass es eben nicht nur um Wirtschaftlichkeit, sondern am Ende auch um kulturelle und historische Fragen geht. Aber zurück zum Weingut. Es ist zu Recht von Kollegin Arnold und von Frau Kollegin Dahlke und Herrn Grumbach und auch Frau Knell angesprochen worden, die besonderen Lasten, die dieses Weingut hat. Und das sind zum einen natürlich die sehr hohen Anteile an Steil- und Steilschlagen, die ökonomisch kaum zu bewirtschaften sind. Das mag für einzelne Flächen gelten, aber wir haben dort eine 3- bis 4-mal teurere Bewirtschaftung als in Nichtsteillagen. Und das macht immerhin ein Drittel vom Ganzen aus, also ein Thema, über das wir regelmäßig auch im Aufsichtsrat der Staatsweingüter reden. Wir haben die Kooperation mit Geisenheim. Das sind einige Beispiele, ich glaube, von Frau Dahlke eben angesprochen worden, ob das die Frage der Pilzwiderstandsfähigkeit der Reben, der unterschiedlichen Rebsorten sind, ob das die Frage der Bewirtschaftung und Kultivierung der Böden sind, ob das gerade Klimafolgenfragen sind, Stichwort Bewässerung. All das findet in einer engen Kooperation statt. Und ich glaube, private Winzer wären kaum bereit, so viel Ressource auch zur Verfügung zu stellen, um eine solche Kooperation am Ende zu tragen, auch wirtschaftlich zu tragen. Wir haben Instandhaltungsaufwendungen für historische Gebäude, die außergewöhnlich sind, von denen sich private Betreiber ganz sicher aus ökonomischen Gründen und aus ökonomischer Betrachtung heraus trennen würden. Und das ist die letzte Bemerkung vielleicht zur Wirtschaftlichkeit und zur Besonderheit. Ja, wir haben ein Problem seit Beginn an dieser GmbH. Wir haben eine zu geringe Eigenkapitalausstattung. Im Vergleich zu privaten Winzern ist die äußerst gering. Und das wiederum führt zu Kapitallasten, Zinsbelastungen, die auch überdurchschnittlich sind und zu einem Ergebnis, das ich wirtschaftlich auch nicht prickelnd und toll finde, aber in aller Regel zu einem Ergebnis, das eben mindestens mal zu einem ausgeglichenen Ergebnis führt. Ich sage ausdrücklich außerhalb der Jahre 2020, 2021 und auch dieses und nächstes Jahr wird wirtschaftlich noch schwierig bleiben, weil alle Winzer gerade unter anderem gerade nach Corona unter der nächsten Krise leiden, nämlich dem Krieg und der Inflation und den Preisen und der Kaufzurückhaltung bei teureren Weinen. Deswegen bin ich gar nicht so traurig darüber, dass wir nicht immer in Hochpreissegmenten sind, sondern auch in bezahlbaren Kategorien Weine des Staatsweingutes in den Regalen unterschiedlichster Abnehmer, nicht nur des Handels, sondern auch mittelständischer Unternehmen und Weinerien haben. Also alles das führt am Ende des Tages dazu, dass ich A sage, wir werden dieses Weingut ganz sicherlich nicht privatisieren. B sage ich aber allen Winzerinnen und Winzern des Rheingaus, die das Gespräch mit mir als Aufsichtsratsvorsitzenden führen wollen, über die Frage der Kooperation mit dem Staatsweingut gerne jeden Termin und jede Zeit zu, darüber zu reden. Ich freue mich auf Anregungen. Aber ganz besonders, das will ich als Letztes sagen, freue ich mich darüber, dass hier heute ein großer Konsens zwischen all denen, die verantwortungsvoll mit einem solchen Thema umgehen, besteht. Dafür will ich ausdrücklich danken. Und das sage ich auch mal in Richtung der Aufsichtsratskollegen, der heute nicht da ist. Kollege Weiß sitzt ja mit im Aufsichtsrat von der SPD. Also das ist keine Partei- und Regierungsveranstaltung, ist eine, ich sage, gemeinwohlorientierte Veranstaltung aller demokratischen Fraktionen hier im Haus. Und eine allerletzte Bemerkung, weil hier so getan wird, als sei das ein Subventionsbetrieb und damit unlauterer Wettbewerb in Richtung der privaten Winzer. Das ist natürlich grober Unfug, weil jeder weiß, der sich mit dem Thema ein wenig beschäftigt, dass wir wettbewerbsrechtliche Prüfungen im Detail haben. Das heißt, alles, was wir als Staat machen, muss am Ende immer und steht immer vor dem Private Investor Test. Das heißt, darf nur unternommen werden, wenn es jeder Private auch machen würde. Das heißt, muss sich amortisieren, auf mittlere oder lange Sicht spätestens. Und insofern ist auch dieser Vorwurf absolut unhaltbar. Und eine allerletzte Bemerkung will ich denn noch machen, Herr Dr. Grobe. Ich habe ja heute erst erfahren, dass das Ihr wesentliches Motiv ist.
Nein, das ist ja nun offenkundig so, auch bei dem Vortrag, den Sie hier gehalten haben. Ich dachte schon, Sie haben vor, sich nach Ihrer politischen Karriere irgendwo in die unternehmerische Selbstständigkeit zu begeben. Ich glaube, bis dahin haben Sie dort noch wenig Erfahrung, wenn es um die Frage eines erfolgreichen Führens eines Unternehmens geht. Da würde ich mir mal zugestehen, dass ich, glaube ich, ein bisschen weiter bin mit meiner Biografie als Sie. Aber geschenkt, das würde ich gar nicht ansprechen. Wissen Sie, was mich richtig aufregt? Dass Sie bei diesem plumpen Versuch, für sich ein paar Stimmen zu fangen, ganz übersehen haben, dass Sie heute ziemlich viele Menschen, nämlich um die 70 Personen, die dort arbeiten, in einer Art und Weise in ihrer Arbeit gering geschätzt und diffamiert haben, dass ich glaube, die werden sich das merken und die werden auch darüber reden. Ich bin froh, dass wir dort großartige Mitarbeiter haben. Ich habe gerade vor ein paar Wochen dort auf der Betriebsversammlung gesprochen. Ich bin sehr froh, dass wir Mitarbeiter haben, die gerade auch in dieser schwierigen Phase bereit sind, auch noch mal mehr die Ärmel hochzukrempeln. Und über die Geschäftsführung, glaube ich, da haben Sie sich in einer Art und Weise ausgelassen, dass ich sage, das war schon kurz vor Beleidigung eines Berufsstandes insgesamt, aber auch handelnder Personen vor Ort sehr konkret. Das weise ich nicht nur zurück, sondern das spricht seine eigene Sprache. Ich wollte sagen, bei allen Herausforderungen, die wir dort haben, ich bin froh, dass wir dort eine Mannschaft haben, die ein mittelständisches Unternehmen verantwortlich führt und weiterentwickelt. Und dabei möchte ich gerne auch in Zukunft weiterhelfen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister Boddenberg. Für die AfD-Fraktion hat sich nochmals Herr Dr. Grobe gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Staatsminister, Sie tragen Ihre Arroganz wie eine Monstranz vor sich her. Ja, können Sie gerne machen. Nochmals, damals ist man angetreten, um aus den hessischen Staatsweingütern ein Flaggschiff zu machen. Wo ist es gelandet? Ganz weit unten. Es hatte mich nicht geklappt. Zu Herrn Grumbach. Wo laufen denn die Strukturen gut? Das ist doch weltfremd, was Sie ja gerade gesagt haben. Hier zeigt sich, dass die SPD nie Wirtschaftskompetenz geschafft hat. Übrigens haben die Weinhänge einen Wert von 30 bis 80 Millionen Euro. Wie viele Jahre bräuchte das Staatsweingut mit 22.000 Euro? Das muss man sich mal überlegen, um diesen Wert reinzuholen. Ein Verkauf der Weinhänge würde das Land nämlich letztlich reicher machen. Zudem nur 1% der höheren Zinskosten auf die Schulden bedeuten 200.000 Euro. Und das zeigt letztendlich, dass alles letztlich nur über Subventionen des Staates funktioniert, weil der Staat letztendlich dahinter steht. Frau Dahlke, ich glaube, dass die von Ihnen angesprochenen Veranstaltungen überwiegend staatlich waren. Übrigens ist CO2 gut für den Weinbau. Das sieht man natürlich und ganz besonders an den sehr guten Weinen aus Italien, Spanien und Griechenland, denn dort ist es viel wärmer. Und Herr Gernke, dass Sie als Unterstützer der, Sie haben das selbst genannt, Bolschewikenplörre, das kommt von Ihnen, Bolschewikenplörre, der Verstaatlichung sind, das haben Sie ganz klar und deutlich gemacht. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt und überweisen den beratenden Antrag zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss.